Jahres hat die EU-Kommission gut 35 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl ein Öko-Label für Kernenergie und Erdgas beschlossen, um einen Anreiz für private Investoren zu bieten. In Deutschland wird darüber gestritten, ob die Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängert werden sollten, um eine Energiekrise abzuwenden. Gleichzeitig sind weltweit eine Reihe an neuen Atomkraftwerken geplant, allen voran China mit 32 neuen Atomreaktoren. Sehen wir also eine Wiederbelebung des Sektors? Unternehmen, die Geschäfte mit dem Rohstoff Uran machen, profitieren von der Renaissance der Atomkraft. Durch die wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Russland und die Diskussion um ein Öl- und Gasembargo gewinnt Uran als knappes Gut wieder verstärkt an Bedeutung. Ob sich ein Uraninvestment lohnen kann und wie Sie von dem Revival des Atomenergiesektors profitieren können, das erfahren Sie jetzt gleich im Online-Seminar. Und damit heiße ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Finanzen-Netz-Seminar an diesem Mittwochvormittag. Mein Name ist Jasmin Menzin und ich darf Sie in den kommenden 60 Minuten als Ihre Moderatorin durch die heutige Veranstaltung begleiten. Ich freue mich, dass Sie alle heute mit dabei sind und sich so zahlreich einwählen. Genauso sehr freue ich mich, unseren heutigen Gast in dieser Runde nun begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, David Lump. Schön, dass du die Zeit für uns nimmst, David. Ja, danke, Jasmin. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin mal gespannt, wie das Thema ankommt. Wir haben ja kurz im Vorfeld schon mal gesprochen, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall, David. Inzwischen bist du bei uns ja schon sozusagen ein altbekanntes Gesicht. Du arbeitest im Sales bei HAN ETF, einem White-Label-Anbieter innovativer ETFs und bist dort für die Dachregion zuständig. Aber erzähl unseren Zuschauern doch vielleicht noch kurz etwas über dich, bevor wir gleich ins Thema einsteigen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank nochmal, Jasmin. Auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen an alle Teilnehmer an dem heutigen Webinar, was jetzt leider in diesem Jahr das letzte von uns in der Zusammenarbeit mit Finanzen sein wird. Aber im nächsten Jahr, denke ich, werden da wieder ein paar spannende Themen anstehen. Ganz kurz zu meiner Person, Jasmin, du hast es schon richtig gesagt, ich kümmere mich um den Vertrieb in der Dachregion, das heißt Deutschland, Österreich und der Schweiz, für HAN ETF. Für die, die HAN ETF noch nicht kennen, ich werde dann auch am Anfang noch mal ein, zwei Worte zu HAN ETF sagen, weil wir sind ein bisschen besonders, würde ich fast sagen, im Vergleich zu den anderen Anbietern, die man so am Markt kennt. Und ich freue mich, Ihnen das Thema in den nächsten 40, 50 Minuten näher bringen zu dürfen. Vielen Dank, David. Bevor wir in deinen Vortrag einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unseren Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir in einer Fragerunde gemeinsam noch offene Fragen klären. Nun haben wir Sie, liebe Zuschauer, aber genug auf die Folter gespannt, denn wir haben heute noch einiges auf dem Programm. David, ich ernenne dich zum Moderator, dann können wir direkt loslegen. Du hast das Wort und ich hoffe, du bist bereit. Ich bin immer, immer bereit. Jetzt musst du mir nur noch mal ganz schnell sagen, ob ihr meinen richtigen Bildschirm seht. Wir sehen gerade deine Präsentation. Genau. Gehen wir in den Präsentationsmodus über. Wie du das ja schon richtig angemerkt hattest am Anfang, es ist vielleicht ein etwas kontroverses Thema. Wir haben uns intern auch natürlich überlegt, okay, möchten wir das Thema präsentieren und näher bringen. Wir haben aber gesehen, okay, das Thema wird aufgegriffen. Wir sehen Zuflüsse in dem ETF und dann haben wir uns dazu entschieden, das Thema dann doch für ein Webinar herauszuholen. Wie Sie sehen, es soll um die Atomenergie gehen. Und warum haben wir uns das überlegt? Gerade hier in Deutschland ist es doch eher ein bisschen kontrovers diskutiert. Da werde ich dann aber auch gleich nochmal zu kommen. Einfach so ein bisschen den aktuellen Newsflow aufgreifen. Die Leute und Teilnehmer, die das Thema jetzt schon etwas länger verfolgen und vielleicht auch von der Investitionsseite her sich anschauen, werden es natürlich mitbekommen haben. Gab hier gerade auch in den letzten Tagen deutliche und bekennende Worte von der deutschen Bundesregierung. Das aber dazu, wie gesagt, gleich nochmal mehr. Sie sehen es am Thema, es soll um die Atomenergie, um Kernkraftwerke gehen, beziehungsweise etwas genauer um den Stoff, der das Ganze am Leben hält, um Uran und Uranminen. Hintergrund ist ganz einfach, dass wir im Sommer auch mit dem Aufleben des Russland-Ukraine-Konfliktes gesagt haben oder die EU gesagt hat, okay, Atomenergie und auch Gas ist jetzt als grün einzustufen. Da stoßen sich manche den Kopf, davon aber abgesehen, da soll es jetzt heute nicht explizit drum gehen, sondern ich möchte Ihnen einfach versuchen, das Thema ein bisschen näher zu bringen,
Und ob dann jemand in dem Thema investiert sein möchte, aus welchen Gründen auch immer oder auch nicht, das ist dann jedem selber überlassen. Bevor wir ins Thema einsteigen, auch ganz klar zum Anfang, der gängige Disclaimer, das ist hier keine Finanzberatung, die ich Ihnen hier heute mitgebe, auch wenn das Thema sehr, sehr spannend ist. Aber ich denke, das dürften Sie von den anderen und bisherigen Webinaren alles schon kennen. Ich hatte es bei der Einleitung kurz gesagt, bevor wir auf das Thema eingehen, möchte ich wie immer für die, die bei den letzten Webinaren schon dabei waren, ein, zwei Sätze zu Hahn-ETFs sagen, was uns unterscheidet im Vergleich zu den doch anderen Anbietern am Markt. Man kennt uns in der Regel für Themen-ETFs. Wir sind da ein bisschen, sage ich mal, in die Schiene reingerutscht, weil wir sind ein White-Label-Anbieter. Was heißt das? Die Ideen bzw. die ETFs, die Sie von uns sehen, die legen wir immer in Partnerschaft mit anderen Unternehmen auf, beziehungsweise anderen Asset Managern oder Finanzinstitutionen. Wir sind noch ein relativ neues Unternehmen und es gibt seit jetzt knapp 4 Jahren, etwas über 4 Jahren, sind wir mit unseren ersten ETFs an den Markt gegangen, haben aktuell um die 35 ETFs im Programm. Da wird sich in naher Zukunft dann auch sicherlich noch wieder was tun. Es gibt immer wieder Anfragen zu neuen spannenden Themen. Wir sind aber, obwohl wir so ein junges Unternehmen sind, keine Unbekannten am Markt und das vielleicht auch für Sie ganz kurz, wo der Name Hahn ETF überhaupt herkommt. Das ist ganz einfach. Das sind die Anfangsbuchstaben unserer beiden Gründer, die Sie hier links sehen, Hector und Nick. Die beiden sind keine Unbekannten in der ETF-Welt, bringen zusammen mehr als oder jeweils zusammen dann gerechnet fast über 40 Jahre ETF-Erfahrung mit, haben unter anderem für die, die sich für Rohstoffinvestments interessieren, denen wird bestimmt ETF-Securities und auch Boost-ETP und später dann noch WisdomTree ein Name sein. ETF-Securities und Boost-ETP haben die beiden mitgegründet und später dann auch WisdomTree Europe geholfen, mit groß zu machen. Später nach WisdomTree haben sie sich gesagt, okay, wir möchten uns wieder eigenständig machen und haben gesagt, ja, was es vielleicht für die aktive Fondswelt gibt, gibt es für die ETF-Welt noch nicht. Dann lass uns doch mal das White-Label-Konzept in Angriff nehmen. Dazu dann noch eine kurze Slide zu dem, was jetzt unter einem White-Labeling zu verstehen ist. Wir als Hahn ETF bieten quasi unseren Partnern, die Sie hier links in dem grauen Kreis sehen, wir nennen sie Partner, sprich die Firmen, mit denen wir die ETFs zusammen auflegen, die das Know-how mitbringen. Wir bieten letztendlich die Plattform, also die technische Umsetzung und kümmern uns dann auch unter anderem in Form von meiner Wenigkeit um den Vertrieb in Europa. Was ist jetzt aber der Vorteil für Sie? Oftmals ist es so, dass gerade bei den größeren Häusern, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen oder da jetzt irgendwas Negatives drüber sagen zu wollen, Sie müssen nur verstehen, um ein Thema in einer gewissen Tiefe auch abbilden zu können, braucht man ein gewisses Know-how. Bei uns ist es oftmals so, dass die Partner, mit denen wir die ETFs zusammen auflegen, spezielles Wissen eben genau in diesem Sektor haben. Das heißt, sie sind jetzt keine großen Massenanbieter, sondern die kommen aus einer speziellen Nische, wo sie über Jahre langes Know-how aufgebaut haben. Das heißt, für sie ist es letztendlich, sie kriegen als Investor oder als Anleger eine Plattform, eine Multi-Manager-Plattform mit einzigartigem Know-how. Was dazu noch eine kleine Besonderheit ist, werde ich dann ganz am Ende nochmal drauf eingehen. Das soll es aber jetzt an dieser Stelle zu Hahn ETF gewesen sein. Und dann würde ich sagen, springen wir in den Vortrag rüber. Für die, die vielleicht auch schon die Vorträge oder auch ganz speziell den letzten Vortrag von mir mitverfolgt haben, wissen noch, dass wir im letzten Vortrag über die Energiekrise in Europa gesprochen haben und wir in dem Zusammenhang stärker darüber gesprochen haben, okay, was tut sich im Öl- und Gassektor und was tut sich bei erneuerbaren Energien. Ich hatte es damals im letzten Webinar schon kurz angesprochen, dass wir auch ein Produkt zum Thema Kernenergie haben, wo Sie das Thema Atomkraft, Kernenergie, Atomkraftwerke spielen können.
Ich habe mich jetzt, wie gesagt, dazu entschlossen, das Thema Ihnen heute vorzustellen, auch vor dem Hintergrund, dass es an neuem Schwung gerät, eben auch dadurch, dass es von der EU als grün eingestuft wurde, aber auch vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konfliktes ist man immer wieder in Diskussion, ob Atomkraftwerke nicht verlängert oder gerade hier speziell in Deutschland die Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängert werden sollten. Daher möchte ich auch in das Thema mit Deutschland einsteigen. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die nächste Slide. Ich möchte in das Thema über Deutschland einsteigen, weil gerade hier in Deutschland ist das Thema doch aufgrund unserer Politik doch eher kontrovers diskutiert und daher ist vielleicht auch der Blick des einen oder anderen auf das Thema eher negativ geprägt. Und ich möchte Ihnen einfach in diesem Webinar heute auch aufzeigen, dass Deutschland da vielleicht ein wenig, ich will es nicht sagen, allein auf weiter Flur steht, aber das Thema doch hier in Deutschland eher negativ behaftet ist und das weltweit eher nicht der Fall ist. Dazu auch habe ich hier Ihnen jetzt einige Newsartikel mitgebracht. Wie gesagt, das Thema ist brandaktuell. Gerade in der letzten Woche gab es dann eine endgültige Entscheidung. Wir haben in Deutschland noch drei Atomkraftwerke, die aktuell noch am Laufen sind. Und per Gesetz sollten diese Atomkraftwerke zum Ende dieses Jahres, also zum 31. Dezember 2022, dann auch vom Netz gehen. Man hat sich jetzt, und das auch ja, sagen wir vielleicht ein bisschen dadurch geschuldet, dass die Grünen aktuell mit in der Regierung sitzen und das Thema bei Ihnen natürlich oder Sie eigentlich quasi durch dieses Thema groß geworden sind, dass die Atomkraft abgeschafft wird, zumindest in Deutschland. Daher verwundert es mich von meiner Seite jetzt eher weniger, dass man sich jetzt, ich sag mal, durchgerungen hat oder dazu entschieden hat. Wie gesagt, das war ja gerade erst in dieser Woche beziehungsweise Ende letzter Woche entschieden worden, dass man zwei dieser drei Atomkraftwerke jetzt noch in einem, ja, in einem Notfallbetrieb weiterlaufen lässt bis zum 15. April, ist jetzt die Frage, macht das so viel Sinn? Ich habe Ihnen auf der nächsten Slide auch nochmal, was Sie hier rechts sehen, für die, die das interessiert, ist eine Karte, die können Sie abrufen im Internet beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Ist eine interaktive Karte, da kann man dann auch sehr schön sehen, ja, kann man anklicken, welche Atomkraftwerke aktuell noch in Benutzung sind, welche mal in Benutzung waren und das einfach nur mal für Sie zur Übersicht. Das sind die drei Atomkraftwerke, die aktuell noch am Laufen sind. Die beiden im Süden, Neckarwestheim und Isar 2, sollen noch bis, wie gesagt, diese eine Laufzeitverlängerung ist es in dem Falle nicht. Es ist ein sogenannter Streckbetrieb, weiterlaufen bis zum 15. April. Macht das jetzt so viel Sinn? Ich glaube, das ist eher von politischer Seite her zu sagen, okay, man tut etwas, um der Energiekrise Herr zu werden. Bringt es jetzt so viel für Deutschland, dass man sagt, okay, wir können dadurch so viel mehr Strom generieren? Ich sage eher nicht. Also allein, wenn man sich den Strommix von Deutschland anschaut, war Atomenergie einfach aufgrund dessen, dass man sich schon seit langem dafür entschieden hat, aus der Atomenergie auszusteigen, doch eher gering. Also es war im 1 bzw. 2% Bereich. Von daher, ich denke, es ist eher etwas, um Leute vielleicht vor dem Hintergrund Energiekrise ein bisschen zu beruhigen. Hilft es uns wirklich sehr viel? Ich denke eher nicht. Ganz wichtiger Punkt ist hier bei dem Streckbetrieb. Es wird jetzt nicht dazu kommen, dass wir, was im Falle einer Laufzeitverlängerung eingetreten wäre, dass neue Brennstäbe besorgt werden müssen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie das Ganze genau funktioniert. Habe ich ein paar Slides vorbereitet, das einfach nur für Sie zur Info. Also es wird in Deutschland keine neuen Brennstäbe mehr gekauft, das heißt kein neues Uran besorgt. Das heißt, die Kernkraftwerke werden einfach nur in einem Sparbetrieb noch weiter betrieben bis Mitte April nächsten Jahres. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie gesagt, das Thema ist in Deutschland doch eher kontrovers diskutiert. Unsere Nachbarn sehen das leider oder glücklicherweise, das mag jeder für sich selber entscheiden, anders. Ich habe hier einfach nochmal eine Karte für Sie zum Überblick, auch wenn wir, und das denke ich, jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, für den sollte das auch keine neue News sein.
Gerade wenn wir uns die Atomkraftwerke, die doch in grenznaher Region zu Deutschland stehen, ist immer die Frage, ja, ist es von Vorteil, dass wir die Atomkraftwerke in Deutschland herunterfahren? Hintergrund gerade oder warum das Thema so kritisch gesehen wird, ist natürlich, was ist, wenn es mal zu einer Atomkatastrophe kommen kann? Ich erinnere da an Tschernobyl oder auch an Fukushima. Das sind natürlich berechtigte Fragen. Dazu werde ich auch zum Thema Sicherheit, werde ich auch dann gleich nochmal etwas zu sagen. Aber die andere Frage, die man sich natürlich stellt, okay, wenn wir in Deutschland aussteigen, was machen unsere Nachbarn? Die setzen weiterhin auf Atomkraft, gerade mit Frankreich, weltweit eines der führenden Länder, die in ihrem Energiemix sehr stark auf Atomenergie setzen. Atomenergie für die, die sich damit bisher noch nicht so beschäftigt haben. Atomenergie macht in Frankreich knapp 70% des Stroms aus. Das heißt, der Strom, der in Frankreich erzeugt wird, stammt zu 70% aus Kernenergie. Wir haben daher in grenznaher Region einige Reaktoren. Das in der Zahl nicht wenige, wie Sie auf der Grafik sehen können. Und dann stellt sich immer die Frage, okay, wenn wir in Deutschland unsere Atomkraftwerke herunterfahren, was machen unsere Nachbarn? Und sollte dort tatsächlich mal wirklich zu einer Katastrophe kommen, okay, wenn der Wind unglücklich steht, sind auch wir in Deutschland davon betroffen. Auf der anderen Seite haben wir dann noch Länder wie Japan. Das für Sie auch ganz kurz zur Information. Wie gesagt, ich habe versucht, den Blick ein bisschen von Deutschland wegzurichten, weil in Deutschland das Thema sehr negativ geprägt ist. Weltweit sieht man das Thema doch eher etwas positiver. Und gerade auch Japan, die sehr auch ähnlich wie Frankreich sehr stark auf Atomenergie setzen, haben wir jetzt kürzlich erst neue News aus Japan bekommen, dass Japan bestehende Atomkraftwerke, die bisher stillgelegt waren, wieder neu aufnimmt und auch die Laufzeiten der bestehenden Kernkraftwerke verlängern wird. Zusätzlich sollen auch noch neue Atomkraftwerke gebaut werden. Vielleicht für Sie ganz kurz zur Info, Japan rangiert weltweit auf Platz 3, was Atomkraft betrifft. Sie haben 33 funktionsfähige Reaktoren, von denen aktuell aber lediglich nur 10 in Betrieb sind. Das heißt, von den News, die Sie gerade gesehen haben, hat der Premierminister Kishida gesagt, okay, wir möchten die anderen 23 Reaktoren, die aktuell zwar funktionsfähig sind, aber nicht in Betrieb sind, wieder in Betrieb nehmen. Zusätzlich, und das ist auch wieder im Gegensatz zu Deutschland, möchte man die Laufzeit dieser Kernkraftwerke verlängern. Aktuell sind das 60 Jahre, was schon sehr hoch ist. Aber da ist durchaus, wenn die gewartet werden, können auch Laufzeiten verlängert werden. Zusätzlich hat er noch in Aussicht gestellt, okay, wir wollen uns unabhängiger machen auch von Öl und Gas, gerade auch was aus Russland oder von anderen Ländern importiert werden muss, möchten wir Atomkraft weiter stärken und sind in der Entwicklung und im Bau neuer Atomkraftwerke. So sind, ich hatte es anfangs erwähnt, es sollen die 23 funktionsfähigen Reaktoren, die aktuell nicht in Betrieb sind, sukzessive wieder in Betrieb genommen werden. Aktuell geht man davon aus, dass 7 Reaktoren bis Mitte 2023 dann wieder in Betrieb genommen werden. Dazu auch für Sie, leider ist das nicht ganz so einfach und deswegen war auch die Diskussion längere Zeit schon und hat sich meiner Meinung nach etwas unverständlich in die Länge gezogen in Deutschland. So ein Atomkraftwerk kann man nicht einfach von heute auf morgen A, die Laufzeit verlängern und B, auch in Betrieb nehmen, wenn das mal runtergefahren wird. Das dauert mehrere Monate. Und gerade auch bei der Laufzeitverlängerung, da komme ich dann später auch nochmal drauf zu sprechen, so ein Brennstab, der in einem Atomkraftwerk verwendet wird, hält im Durchschnitt 4 Jahre, kann bis zu 7 Jahre halten. Das kommt immer darauf an, ja, was ist es für ein Atomkraftwerk, welche Technik wird eingesetzt und welche Brennstäbe hat man. Da gibt es auch Unterschiede je nach Reinheit des Urangehaltes. Aber das einfach nur mal für Sie ganz kurz zur Info. So im Durchschnitt wird ein Brennstab ungefähr 4 Jahre verwendet. Das heißt, Sie sehen, wenn man sich dazu entscheidet, die Laufzeit zu verlängern, dann ist das in der Regel über 4 Jahre oder kann sogar bis 7 Jahre hinausgehen. Weil wenn der Brennstab einmal im Reaktor drin ist, wird er auch nicht einfach wieder so herausnehmbar sein. Das heißt, wenn man sich für eine Laufzeitverlängerung entscheidet, hat man immer einen längerfristigen Horizont im Blick. Das soll es aber jetzt erstmal an dieser Stelle von den News auf der News-Seite zu dem Thema sein.
Sie stellen sich jetzt vielleicht die Frage, okay, warum spricht der Herr Lump und Hanetef dieses Thema an? Ja, wir haben ein Produkt dazu, aber wir haben uns natürlich auch gedacht, okay, warum könnte das Produkt interessant sein? Was ich Ihnen mitgebracht habe, und das werden Sie für die Teilnehmer, die beim letzten Webinar dabei waren, sicherlich auch schon kennen. Wir haben weltweit, hier ist einfach mal eine Weltkarte mit den größten Wirtschaftsmächten. 83 Länder haben sich derzeit zu Net-Zero-Zielen, zu Net-Zero-Zielen bekräftigt. Das heißt, sie wollen bis die meisten bis 2050, China bis 2060, ihre Wirtschaft Net-Zero machen. Das heißt, auf einer Ja, also sie wollen nicht komplett keine CO2-Emissionen ausstoßen, das geht leider nicht, aber sie wollen CO2-neutral werden. Jetzt ist natürlich die Frage, und was Sie hier sehen, ich habe Ihnen, wie gesagt, einige Länder mitgebracht, die Punkte Kanada, USA 250, China 260, sehen Sie hier. Plus dazu, wie ist aktuell der Stand oder wie viel oder welchen Prozentanteil macht aktuell die Kernkraft an dem jeweiligen, an der jeweiligen Elektrizitätsgewinnung aus? Da sehen wir UK, Kanada mit 16%, USA mit 20% und was ich schon angesprochen hatte, Frankreich, die über 70% sogar liegen. Die Zahlen sind jetzt von Anfang des Jahres 2022, also Anfang dieses Jahres. Wir sehen Südkorea, Japan zwar nur bei 8%, aber nichtsdestotrotz haben sie immer noch 33 Reaktoren laufen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann man tun, um diese Net-Zero-Ziele zu erreichen? Gerade auch diese Länder, deswegen hatte ich es angesprochen, Japan oder auch die USA, Kanada, die noch einen relativ geringen Anteil an Atomenergie an ihrem Strommix haben. Die schauen natürlich, okay, was können wir tun, um diese Net-Zero-Ziele zu erreichen? Ja, wir müssen auf der einen Seite weniger CO2 emittieren. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch gucken, wo wir das einsparen können. Und da komme ich dann auch gleich noch dazu. Habe ich Ihnen ein paar Slides mitgebracht. Atomenergie könnte hier durchaus unterstützend wirken. Für diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigten oder schon beschäftigt haben, dürfte das auch nichts Neues sein. Das Thema ist im Vergleich zu anderen Energiequellen und auch gerade zu den erneuerbaren Energiequellen, wenn nicht sogar die Quelle, die am wenigsten CO2 ausstößt. Deswegen ist gerade dieses Thema Kernenergie auch wieder weltweit in den Fokus geraten. Wie können wir oder was können wir tun, um weniger CO2 auszustoßen? Auf der nächsten Seite für Sie einfach auch nochmal zum Überblick. Wie gesagt, das Thema, gerade auch wenn wir hier in Deutschland sind, ist das Thema immer sehr negativ konnotiert, sehr negativ belastet. Wenn wir uns aber anschauen, wie sieht es denn weltweit aus, stellen wir relativ schnell fest, dass Sie sehen hier jeweils, ich habe es für die einzelnen Kontinente abgegriffen, Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika, der Mittlere Osten und Asien, Pazifikregion. In Gelb sind die aktuellen Reaktoren weltweit, die in Betrieb sind. Das heißt, wir haben weltweit aktuell 434 Reaktoren in Betrieb. Im Bau sind aktuell 57 neue Reaktoren und in Planung 97. Das sind jetzt alles Zahlen der World Nuclear Association von Anfang dieses Jahres. Das heißt, Sie sehen, auch wenn gerade ein Thema, das in Deutschland sehr negativ belastet ist, weltweit ist das Thema, wird das Thema kontinuierlich aufgegriffen. Und auch mal davon abgesehen, wenn wir jetzt nur Deutschland sehen, selbst in Europa haben wir 37 neue Reaktoren in Planung und 15, die aktuell gebaut werden. Das heißt, selbst wenn wir in Deutschland Kernenergie komplett abschalten, ist das mehr oder weniger nur ein heißer Tropfen auf einen kalten Stein. Das vielleicht für Sie einfach nur noch mal als Übersicht, damit Sie auch sehen, okay, das Thema ist im internationalen Aspekt definitiv nicht auf dem absteigenden Ast, sondern wird eher dahin gehen, dass wir neue Reaktoren planen. Ich habe jetzt hier einfach noch mal, und das hatte Jasmin in der Einleitung schon mal ganz kurz erwähnt, einfach noch mal auf die einzelnen Länder runtergebrochen, was wir hier sehen. China plant bis 2030 32 neue Reaktoren in Betrieb zu nehmen, zu gebaut zu haben und in Betrieb zu nehmen. Russland ist hier ganz weit vorne und auch Indien, eine der wachsenden Wirtschaftsmächte. Das soll es an der Stelle jetzt aber von den aktuellen News gewesen sein. Was ich jetzt im nächsten Schritt machen möchte, vielleicht für Sie auch ganz kurz zum Verständnis. Wir reden immer von Atomkraft, aber worauf wir auch den Fokus legen möchten, ist auf den Rohstoff dahinter, Uran.
Und wie genau oder was muss genau passieren, damit Uran letztendlich in der Form in Kernkraftwerken verwendet werden kann? Uran ist in seiner reinen Form das sogenannte Yellow Cake, das ist das, was Sie hier sehen, aus dem Englischen, der gelbe Kuchen. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wo der Name herkommt. Uran ist in seiner reinen Form gelb. So wird das auch in Minen geschürft, das heißt, es wird aus der Erde hervorgeholt. Ist in seiner reinen Form allerdings noch sehr schwach radioaktiv. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen ungefährlich, aber im Vergleich zu dem, was wir dann später in der Verwendung in Atomkraftwerken haben, doch deutlich, deutlich sehr schwach nur sehr schwach radioaktiv. Das heißt aber, was muss passieren, damit dieses Uran überhaupt in den Atomkraftwerken letztendlich verwendet werden kann? Wir haben zum einen mal die Unternehmen, die dieses Yellow Cake, was Sie hier sehen, aus der Erde holen, um es dann aber letztendlich, das sehen Sie hier in der Grafik, in den Kernkraftwerken zu verwenden, muss es auf der einen Seite konvertiert werden und angereichert werden. Jetzt mögen mir die Zuschauer bitte nachsehen, ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich bin jetzt kein Chemiker oder kein Physiker, was dort genau passiert. Das kann man im Internet gerne für den, der sich da genauer mit beschäftigen will, möchte, nachlesen. Vielleicht ganz grob gesagt, dieses Yellow Cake oder dieser Grundstoff wird verflüssigt beziehungsweise auch in Gasform gebracht und dann, das ist so aktuell die beliebteste Technik, die auch stark im Kommen ist, einfach weil es weniger Energie frisst, in Zentrifugen wird dann quasi dieses Gas nach außen gedrängt und so werden die einzelnen Partikel gespalten. Das heißt, um Uran letztendlich, was man dann als Anreicherung kennt, Anreicherung im Sinne von, es wird radioaktiver, muss Uran getrennt werden. Das heißt, im Grundstoff, in diesem Yellow Cake, ist Uran, kann man sich so vorstellen, zwei Stoffe, die miteinander wie, ja, in einer Beziehung stehen, dass ein Stoff, der höher radioaktiv ist und einer, der quasi die Radioaktivität eindämmt, das hebt sich dann auf. In dem Prozess der Anreicherung versucht man dann eben genau diese beiden Partikel zu spalten. In dem Fall UF6, die chemische Bezeichnung. Das ist dann letztendlich das, was man für die Brennstäbe braucht. Und für Sie einfach nochmal, dachte ich, ist ein ganz nettes Schaubild, was Sie hier unten rechts sehen. Ein Gummibärchen, das wird jeder kennen. Letztendlich so ein, was Sie hier rechts sehen, das ist letztendlich so diese Pellets, diese braunen, beziehungsweise schon fast schwarzen Pellets sind die, die dann in den Brennstäben in den Kernkraftwerken zum Einsatz kommen. Für Sie einfach nur mal, um zu verdeutlichen, okay, welches Potenzial steckt in Kernkraft oder in Kernkraftwerken. Was Sie hier sehen, ist quasi so Vergleich eines Gummibärchens. Und wenn wir jetzt so ein Brennstoffpellet nehmen, im Vergleich zu der Größe von einem Gummibärchen, steckt in diesem kleinen Brennstab so viel Energie wie in beispielsweise drei Fässern Öl, einer Tonne Kohle oder 480 Kubikmeter Erdgas. Da sieht man einfach, welche Kraft und welche Möglichkeiten wir mit der Atomkraft haben. Man muss sie halt eben nutzen. Dann möchte ich jetzt im nächsten Schritt, falls es hierzu auch erstmal, wie gesagt, Jasmin hatte das am Anfang angesprochen, falls es zu dem Thema oder gerade jetzt auch zu den Slides, die ich vorstelle, Fragen auftreten, gerne in den Chat schreiben. Jasmin wird die dann an mich weiterreichen und dann können wir das gerne direkt besprechen. Dann können wir so ein bisschen in Diskussion treten. Ansonsten auch gerne dann, wie gesagt, im Nachgang. Ich hatte es anfangs angesprochen, Kernenergie ist aus gerade von dem Thema Sicherheit doch eher, das ist quasi so das, was vorherrschend ist, auch gerade durch die, ja, ich will jetzt nicht sagen jüngste Katastrophe, aber es waren 2011 in Fukushima, doch eher negativ belastet. Und gerade dieses Thema Sicherheit ist so das, was in den Köpfen mitschwingt. Wenn wir uns jetzt aber, und das hatte ich anfangs auch schon mal kurz erwähnt, wenn wir uns jetzt mal den Vergleich anschauen zwischen Kernkraft, ich habe jetzt hier rechts in der Grafik noch verschiedene andere Energiequellen mit dazu gepackt, die Biomasse, Erdgas, Wasserkraft, Kohle, Wind, Solar und auch Öl. Wenn wir uns jetzt den sogenannten Kapazitätsfaktor anschauen, der Kapazitätsfaktor ganz kurz für Sie ist einfach nur, das sehen Sie hier unten in der Legende auch,
In der Zeit, in der ein Kernkraftwerk oder ein Kraftwerk, in dem Fall für nuklear ein Kernkraftwerk, das Kernkraftwerk läuft, wie viel Energie kann ich in dieser Zeit produzieren oder wie viel Energie kann ich in dieser Zeit von der produzierten Energie auch wirklich nutzen? Was wir hier sehen, ist die Kernkraft mit Abstand, gefolgt von der Biomasse, mit deutlichem Abstand die effizienteste Art und die zuverlässigste Art, Energie bzw. Strom zu gewinnen. Mit fast 92,5%, das müssen Sie sich jetzt so vorstellen, Sie kennen das, wir haben es im letzten Webinar zu Wind und auch Solarenergie beschrieben. Wind und Solarenergie können natürlich nur Energie produzieren, A, wenn für Wind herrscht und für Solar B, wenn die Sonne scheint. Das wird es natürlich nicht rund um die Uhr tun. Ein Kernkraftwerk auf der anderen Seite ist davon ja, unberührt und kann eigentlich quasi unter Volllast fast laufen. Natürlich muss es immer wieder abgeschaltet werden. Hier ist, wie gesagt, auch mit berücksichtigt die komplette Laufzeit. Natürlich ist es auch für den Fall, dass mal am Kernkraftwerk etwas erneuert werden müsste oder repariert werden müsste, auch gerade vor dem Hintergrund, dass Laufzeiten von 60 Jahren teilweise vorherrschen oder länger, muss natürlich auch immer mal wieder was instand gehalten werden. Daher jetzt nicht 100%, aber das wäre theoretisch auch möglich, wenn es komplett durchläuft. Das heißt, wir sehen, Kernenergie könnte, auch wenn wir uns schauen, okay, wie wollen wir in Zukunft unsere Energie produzieren, ein zuverlässiger Partner sein. Auf der anderen Seite, und da scheiden sich auch immer wieder die Geister, wenn wir uns jetzt rein, und daher wird dieses Thema auch gerade vor dem Hintergrund der Net-Zero-Ziele der einzelnen Länder sehr relevant. Die Kernenergie ist dahingehend sauber, da sie, und das auch über ihren kompletten Lebenszyklus des Kraftwerks, wenig CO2 emittiert. Tatsächlich sogar noch weniger als Wind und Solar, auch wenn das jetzt hier, ich würde mal sagen, marginal ist, kann man es auf eine Stufe stellen, aber de facto wird sogar noch weniger CO2 emittiert, als das bei Wind- und Solarkraft der Fall ist. Von dahergehend ist es für mich auch ein wenig irritierend, dass man sagt, okay, man möchte in Deutschland die Kernkraft, die Kernreaktoren abschalten, Nuklearenergie möchte man nicht mehr. Auf der anderen Seite spricht man aber davon, okay, um Erdgas, Erd- und Öl aus Russland zu ersetzen, auch ganz speziell Erdgas, möchte man vermehrt wieder auf Kohlekraftwerke setzen. Wenn wir uns dann natürlich anschauen, den Ausstoß von CO2-Emissionen bei Kohlekraftwerken im Vergleich zu Nuklear oder zu Kernkraftwerken, dann stellt sich mir schon die Frage, okay, welchen Sinn macht das? Und wäre man nicht vielleicht auch besser bedient gewesen, wenn man vielleicht die Kernkraftwerke anstatt der Kohlekraftwerke hätte weiterlaufen lassen? Aber das, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. In Deutschland hat die Regierung das so entschieden und damit müssen wir jetzt uns letztendlich abfinden. Aber nichtsdestotrotz, andere Länder weltweit sehen das doch deutlich anders. Und der letzte Aspekt, den ich zur Kernenergie ansprechen möchte, ist gerade das Thema Sicherheit, was quasi so der Schwerpunkt ist, warum dieses Thema in Deutschland ja oder warum Kernenergie in Deutschland negativ belastet ist. Wir Deutschen kennen es, haben ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Wenn wir uns jetzt allerdings mal anschauen, das sehen Sie hier in der linken Tabelle, die sogenannte Sterblichkeitsrate. Das heißt, wir haben hier die einzelnen Energiequellen zusammengefasst und die Sterblichkeitsrate zu jeder Energiequelle mit berücksichtigt. Bevor jetzt Aufschreie kommen, Sie sehen es unten in der Legende, gerade auch bei Nuklearenergie sind Todesfälle wie durch Katastrophen von Fukushima und Tschernobyl mit einkalkuliert und auch Arbeitsunfälle wie im Bergbau oder in der Verarbeitung mit drin. Und was jetzt hier erstaunlicherweise zu sehen ist, okay, Wasserkraft, Solar und Wind sind noch geringer, aber gerade auch die Sterblichkeitsrate ist bei der Kernkraft doch sehr gering im Vergleich zu anderen Energiequellen. Auch gerade wenn wir uns jetzt Öl anschauen, wir haben es immer mal wieder, dass ein Tanker auf weiter See Leck schlägt, dass Öl ins Meer gerät. Eine Bohrinsel habe ich noch grob in Erinnerung, in den letzten Jahren jetzt eher weniger, dass Bohrinseln Leck schlagen. Und da erscheint es dann doch schon sehr, sehr interessant, dass wir immer wieder sagen, okay, Nuklearenergie ist aus dem Sicherheitsaspekt
doch eher fragwürdig zu sehen. Dem ist tatsächlich nicht so. Was leider immer der Fall ist, sollte mal was passieren und da diese Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima, das möchte ich auf keinen Fall kleinreden. Aber gerade wenn wir uns im Vergleich zu anderen und gerade auch, wie ich gerade beschrieben habe, zu Öl anschauen, ist doch Nuklearenergie oder die Kernenergie eine der sichereren Methoden. Ein zweiter Punkt, und das sehen Sie hier auf der rechten Seite, was auch immer wieder Thema ist, was passiert mit der Endlagerung oder was passiert mit den Brennstäben, wenn sie ihren Dienst verrichtet haben, sind gerade diese Brennstäbe noch immer sehr stark radioaktiv. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was passiert mit diesen Brennstäben? Was wir hier sehen, ja, 10 Jahre könnte lang sein, aber ja, aber auch ja, wir sehen, dass gerade zu Beginn die Radioaktivität dieser Brennstäbe doch stark abnimmt und wir nach 10 Jahren fast, ich würde jetzt nicht sagen, keine Radioaktivität mehr haben, aber im Vergleich zu denen, zu dem sofortigen oder auch ein Jahr nachdem diese Brennstäbe nicht mehr benutzt wurden, die Radioaktivität doch schon sehr stark abgenommen hat. Auf der nächsten Seite habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht und auch gerade, was ich schon kurz angesprochen hatte, warum jetzt Kernenergie auch gerade wieder in den Fokus oder den weltweiten Fokus von Regierungen und auch von Ländern rutscht. Wir haben, und das ist jetzt auch nichts Neues mehr, sehen Sie auf der rechten Seite, da sind wir alle, wir im privaten Haushalt, Sie und Sie genauso wie ich, davon betroffen, dass wir steigende Gaspreise hatten, einfach aufgrund, dass Russland gesagt hat, okay, Staaten, die mich sanktionieren, denen möchte ich kein Gas mehr liefern. Wir haben mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2 quasi aktuell de facto kein Gas mehr, was wir aus Russland beziehen. Und dem wird sich auch mit Sicherheit in Zukunft, oder mit Sicherheit, man soll niemals nie sagen, aber es würde mich schon stark wundern, wenn wir in naher Zukunft wieder Gas aus Russland beziehen würden. Das heißt, man muss natürlich schauen, okay, was sind Alternativen? Sie sehen es hier ganz unten, die auf der linken Seite, wenn wir uns jetzt einmal anschauen, okay, wir haben so und so viele Kernkraftwerke in Betrieb. Wenn wir jetzt auch die, die jetzt aktuell vielleicht noch stillgelegt sind, wenn man die wieder aufnehmen würde oder wieder in Betrieb nehmen würde, welchen Unterschied würde es machen im Vergleich oder wie könnten wir das Gas aus Russland ersetzen? Und wenn wir jetzt einfach nur die Reaktoren, die wir jetzt planen abzuschalten, und das sind in diesem Fall für 2022 4 Reaktoren, da sind unter anderem die 3 in Deutschland mit dabei, beziehungsweise 21, 23. Wenn wir jetzt einfach nur diese 5 Reaktoren laufen lassen würden, könnten wir dadurch fast 1 Milliarde Kubikmeter an Erdgas pro Monat unseren Gasbedarf senken. Das heißt, es stellt sich natürlich schon die Frage, ich tue mir immer schwer damit, jetzt zu sehr in das Politische abzudriften, aber stellt sich natürlich schon die Frage, okay, wir haben uns bewusst in dieser Abhängigkeit oder die Bundesregierung hat sich bewusst mit Deutschland die Abhängigkeit nach russischem Gas begeben. Was können wir tun? Und das hat die EU unter anderem in ihrem 10-Punkte-Plan kurz nach Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts auch gesagt, okay, was können wir tun, um uns unabhängiger vom russischen Gas zu machen? Nun ist es, wie gesagt, so, dass wir in Deutschland mit den Grünen eine Partei haben, die gerade den Ausstieg aus der Atomenergie ja damit groß geworden ist und damit auch forciert hat. Deswegen verwundert es mich jetzt weniger, dass wir dieses Thema in Deutschland weiter verfolgen. Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, das ist schon von der letzten Bundesregierung beschlossen worden. Da gab es ja ein Gesetz zum Atomausstieg. Das müsste natürlich alles erst auch wieder rückgängig gemacht werden. Das vielleicht aber einfach nur mal ganz kurz für Sie zusammengefasst, was man in der EU tun könnte, wenn man Atomreaktoren oder allein nur diese 5 Reaktoren, die man außer Betrieb nehmen will oder die man stilllegen will, einfach weiterlaufen lassen würde. Auf der nächsten Seite habe ich für Sie einfach nur mal, um dort auch ein bisschen Überblick über den Uranmarkt an sich zu gewinnen, eine längere Laufzeit. Sie sehen es hier von 1968. Den Uranpreis abgebildet. Plus dazu noch einige wichtige Ereignisse, die dazu beigetragen haben, warum der Preis unter anderem vom Uran gestiegen ist oder auch wieder abgefallen ist. Warum ich Ihnen diesen Chart zeige, da komme ich gleich zu. Es ist so, dass wir, was Sie hier sehen, wir haben so quasi den ersten Bullenmarkt, könnte man es nennen,
zum Ende des Ölembargos, wo dann auch wieder gesagt wurde, okay, wir möchten uns vielleicht, wir haben gesehen, wir möchten uns unabhängiger von Öl machen. Atomenergie könnte das hier, könnte hier eine Möglichkeit sein. Das heißt, es wurde Anfang der 70er Jahre, 1970er Jahre vermehrt Reaktoren und gebaut und Kernkraftwerke entwickelt. Wir hatten dann leider Gottes 1986 in Tschernobyl die Katastrophe, wohingegen, was dann wieder quasi das Bild von der Kernenergie etwas getrübt hat. Wir hatten dann lange Zeit wieder Preise, gerade auch nach in Zeiten des Kalten Krieges, wo die Preise dann noch deutlich gefallen sind. Aber gerade auch dann mit Beginn des Kalten Krieges und auch mit Ende des Kalten Krieges, was ist dazu zu sagen, warum die Preise dort auch so gering waren? Man hat natürlich extrem zu Zeiten des Kalten Krieges extrem nuklear aufgerüstet, auch gerade was waffenfähiges Plutonium oder anbetrifft. Das heißt, wir hatten ein deutliches Überangebot an Uran. Entsprechend waren die Preise auch lange Zeit, Sie sehen es hier im Chart, in der Zeit von quasi 1980 bis Anfang der 2000er, die Preise für Uran relativ niedrig. Wir hatten deutliches, es wurde natürlich eben auch aufgrund der hohen Nachfrage, weil man gegenseitig aufgerüstet hat, auf Seiten der USA, aber auf Seiten der Sowjetunion. Wir haben deutlichen Überhang am Angebot. Alle wollten auf Teufel komm raus Uran haben, wollten auf der sicheren Seite sein. Entsprechend gab es dann, und das ist dann quasi der zweite Bullenmarkt, den Sie hier sehen, bis 2007, bis zur Finanzkrise auch damit zusammenhängend, sind die Preise angestiegen. Man hat natürlich nach Ende des Kalten Krieges dann gesagt, okay, es kam zu einer Abrüstung. Wir haben verschiedene Verträge unterzeichnet, dass gerade Atomwaffen weltweit abgerüstet werden. Entsprechend hat man natürlich gesagt, okay, wir werden in Zukunft weniger Uran benötigen. Wurden halt viele Minen stillgelegt. Entsprechend kam es dann in der Folge natürlich, das Angebot ist deutlich abgefallen, die Nachfrage aber ist relativ konstant geblieben. Entsprechend, da muss man natürlich auch sagen, das war dann, ja, ich will jetzt nicht sagen Spekulanten, aber doch deutlich von, auch vielleicht von Investoren getrieben. Sie sehen es hier 2003 bis 2007, bis kurz vor der Finanzkrise. Auch mit dem Aufkommen von China als neue Weltmacht, als neue Wirtschaftsmacht, ja, wir hatten diesen Commodity-Supercycle. Das heißt, es war auch gerade von Bankenseite viel davon erzählt worden, okay, ihr müsst in Rohstoffe investieren, wir werden einen neuen Boom in der Weltwirtschaft sehen und Rohstoffe werden einfach nachgefragt. Wir hatten dann leider auch zum einen Beginn mit der Finanzkrise, dann aber auch mit und da würde ich dann sagen, ist dann so quasi der letzte Bärenmarkt, in dem wir jetzt noch etwas rumdümpeln, von 2011 von Fukushima. Das hat wieder ins Gedächtnis gerufen, okay, es könnte diese großen Katastrophen geben. Wir machen vielleicht erstmal ruhig bei der Kernenergie. Wir werden jetzt keine neuen Reaktoren bauen. Es hat sich in letzter Zeit alles wieder geändert, aber in der Folge wurde natürlich auch wieder vermehrt Minen stillgelegt. Gerade auch diese Minenbetreiber sind davon stark abhängig, dass sie von den Versorgern langfristige Verträge angeboten bekommen, weil ansonsten rentiert sich das für sie nicht, diese Minen zu betreiben. Entsprechend, wenn natürlich die Stimmung zu Kernenergie oder zu Nuklearenergie, Nuklearreaktoren erstmal wieder getrübt ist, wird natürlich von den Versorgern auch keiner damit planen, neue Kernkraftwerke in Betrieb zu nehmen. Entsprechend war auf der Nachfrageseite doch deutlich weniger vorhanden. Also die Nachfrage nach Uran ist deutlich abgeflacht. Das sehen wir und deswegen habe ich den Chart jetzt mitgebracht. Könnten wir jetzt vielleicht in den kommenden Jahren einen neuen Bullenmarkt sehen? Warum sprechen wir jetzt eventuell von einem Bullenmarkt? Ich hatte es angesprochen, dass weltweit die Regierung darauf setzen könnten, Atomenergie auf dem Weg zu Net Zero in Betracht zu ziehen. Und wir sehen definitiv auch einen Shift im Sentiment. Jetzt haben wir aber natürlich, und deswegen hatte ich das gerade angesprochen, wir hatten jetzt eine längere Phase, in der viele Uranminen stillgelegt wurden. Die Nachfrage nach Uran einfach nicht so hoch war. Entsprechend hat man gesagt, okay, wir hatten ein Überangebot, das sehen wir hier gerade auch zu Zeiten des Kalten Krieges, hier um 1980, 1990 rum. Wir hatten ein Überangebot
Die Nachfrage ist fairerweise danach, man sieht es, relativ stabil geblieben. Allerdings ist das Angebot deutlich zurückgegangen. Das Angebot im Falle von den Uranminen, die in Betrieb waren. Wir haben das auch gerade hier, sehen wir hier nochmal, so nach 2011, nach Fukushima. Ja, wir hatten wieder negatives Sentiment und letztendlich ist die Produktion wieder zurückgegangen. Die Nachfrage ist allerdings relativ konstant geblieben und das hatte ich ja auch, wenn Sie sich zurück erinnern, die Grafik, die ich am Anfang gezeigt habe, auch gerade welche Atomreaktoren oder neue Reaktoren in Planung sind, ist es nicht weniger geworden. Das heißt, worauf wir uns zubewegen, und das ist jetzt mit Stand Ende 2020, wir haben ein Defizit oder ja, ein Defizit am Angebot im Vergleich zur Nachfrage. Wenn Sie jetzt auch zurückerinnern, ich hatte am Anfang gesagt, so Brennstäbe werden in der Regel im Reaktor im Durchschnitt 4 Jahre benutzt. Das heißt, gerade die Versorger, die diese Kernkraftwerke betreiben, haben üblicherweise einen Vorrat für die nächsten 3 bis 4 Jahre, was sie an Uranbrennstäben vorhalten. Jetzt vielleicht auch noch mal ganz zu Visit. Das war quasi die historische Betrachtung bis Ende 2020. Wie könnte es jetzt in der Zukunft aussehen? Und gerade wenn wir uns da anschauen, vielleicht für Sie ganz kurz zur Erklärung, was Sie hier in Grau hinterlegt sehen, ist quasi die, wenn man sich jetzt anschaut, okay, so und so viele Reaktoren sind im Bau aktuell und bis wann sie in Betrieb genommen werden. Entsprechend der Kapazitäten, die diese Reaktoren haben, auch gerade wenn wir von neueren Reaktoren reden, die haben üblicherweise höhere Kapazitäten, werden wir in Zukunft die Nachfrage doch deutlich ansteigen sehen. Wenn wir jetzt allerdings uns die aktuell anschauen, wie die Minen aussehen, wie viele Minen sind in Betrieb. Ja gut, dann sehen wir haben mit 2030, ab 2030 ungefähr, deutliches Abflachen am Angebot. Die Nachfrage wird aber deutlich weiter steigen. Das ist jetzt alles in die Zukunft. Dazu möchte ich auch, gerade auch mit Blick auf die Zeit, müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich möchte hier jetzt nicht sagen, okay, das ist ein risikoloses Investment. Das ist es natürlich mit Sicherheit nicht. Wir müssen bedenken, gerade auf politischer Seite und wie gesagt, Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo kommt denn das meiste an Uran her? Einer der größten Uranproduzenten weltweit ist Kasachstan im letzten Jahr mit fast 50%. Auch Russland mit knapp um die 10%, 10 bis 15%, das schwankte man ein bisschen, ist natürlich gerade dann auch sehr stark im Fokus. Was auf der anderen Seite wichtiger ist, gerade Russland ist in dem, wir haben ja zum einen natürlich den Abbau von Uran im Bergbau, aber um letztendlich dieses Uran dann letztendlich einzusetzen in den Kernkraftwerken, müssen wir es nochmal anreichern bzw. konvertieren. Und gerade in diesen zwei Bereichen ist Russland mit einer der führenden Kräfte weltweit. Für Sie einfach nur ein paar Zahlen, damit Sie es mal gehört haben, bei der Konversion sind russische Unternehmen weltweit mit 30% vertreten, beziehungsweise bei der Anreicherung russische Unternehmen mit 40%. Das hat man jetzt mittlerweile dann auch im Westen erkannt. Präsident Biden hat unter anderem ein Sekret unterzeichnet, was knappe 5 Milliarden an Investments in die heimische Uranminenindustrie investieren möchte. Das heißt, man hat gesehen, okay, wir sind hier sehr stark abhängig von Russland. Wenn wir jetzt in einem de facto Konflikt mit Russland stehen, wir verhängen Sanktionen gegen Russland. Natürlich wird Russland auch da dann alle Hebel, man sieht es bei Gas, aber auch bei Kernkraft dann mit Sicherheit in der Zukunft, muss man damit rechnen, dass diese Hebel genutzt werden. Und dann muss man natürlich sehen, okay, wo kriegt man dann das Uran für die Kernkraftwerke her? Das heißt, wir sehen auch hier gerade auf staatlicher Seite deutliche Investitionen. Besonders auch in den USA. Ich hatte Ihnen hier nochmal das einfach nochmal ganz kurz zum Überblick. Könnte der Uranminensektor in der Zukunft deutlich an Marktanteil gewinnen? Wenn wir uns jetzt anschauen, was macht Nuklearenergie aktuell am Energiemix aus? Sehen wir hier auf der linken Seite bei 10%. Öl sehen wir hier bei 3%.
Das ist, wenn wir uns dann aber jetzt hier, das sehen wir auf der rechten Seite, einfach mal vergleichsweise die Marktkapitalisierung der Unternehmen anschauen, dann sehen wir, dass gerade bei den größten Öl- und Gasfirmen sieht man doch, okay, da fließt das Geld hin am Kapitalmarkt. Uranminenbetreiber aufgrund dessen, dass sie doch einen größeren Anteil an der Stromerzeugung haben, gerade auch an der emissionsfreien Stromerzeugung, ist das noch nicht so ganz in den Kursen widergespiegelt. Und in den Kursen, in dem Fall, haben wir das abgeleitet anhand der Marktkapitalisierung. Für Sie auch noch mal ganz kurz, warum es vielleicht interessant ist und sich gerade Uranminenbetreiber anzuschauen. Wenn wir sehen, das ist auch analog, das sehen wir unter anderem bei Goldminen oder auch bei Silberminenbetreibern so. Das ist gerne ein Play, was von Investoren genutzt wird. Wenn wir uns in einem Bullenmarkt befinden des jeweiligen Rohstoffs, sehen wir immer mal, dass die Minenbetreiber doch deutlich outperformen. Und das sehen wir auch, wie Sie hier sehen können, die graue Linie ist ganz einfach der Spotpreis von Uran. Und die blaue Linie, ein Index, der sehen Sie unten in der Legende, der URAX, das ist ein Index von der SocGen, wo der Uranminenbetreiber abbildet, die 10 größten der Welt, die doch auch jeweils in den Bullenmärkten, die ich auch Ihnen vorhin schon mal kurz vorgestellt hatte, sehen wir immer, wenn der Uranpreis angestiegen ist, konnten die Uranminenbetreiber deutlich outperformen. Das ist, wie gesagt, in dem Sektor nichts Neues. Sehen wir auch ich hatte es erwähnt, bei Gold und auch bei Silberminenbetreibern. Aufgrund der Zeit möchte ich Ihnen jetzt natürlich noch kurz darstellen, wie Sie, liebe Zuhörer, wenn Sie sagen, okay, das Thema interessiert mich und ich möchte vielleicht auch für ein Investment, ich sehe, okay, es könnte ein Case sein, der in Zukunft ja, Uranminenbetreiber profitieren lässt. Wir haben zusammen mit einem Partner von uns, mit Sprott, einen ETF aufgelegt, der ganz gezielt in globale Uranminenbetreiber investiert. Vielleicht ganz kurz zu Sprott. Ich hatte es anfangs gesagt, wir arbeiten immer mit Partnern zusammen. Sprott ist ein spezialisierter Asset Manager, die sitzen in Kanada und haben einen Fokus auf Real Assets und Edelmetalle. Sie haben unter anderem auch einen Fonds in den USA gelistet, der direkt in Uran investiert. Das heißt, sie kaufen selber physisches Uran. Wir haben uns gesagt, okay, was möchten wir mit einem solchen Produkt abbilden? Wir haben uns gesagt, okay, natürlich die klassischen Mittel. Sehen Sie hier auf der linken Seite, wir brauchen gewisse Marktkapitalisierung und Liquidität, damit mit die Aktien, die wir halten, auch handelbar sind. Das heißt, wir schauen uns für neue Titel an, die in den Index aufgenommen werden. Sie müssen eine Mindestmarktkapitalisierung von 40 Millionen vorweisen. Das heißt, wir möchten nicht ganz, ist jetzt schon relativ gering, aber Sie hatten es ja in der Grafik, die ich vorher gezeigt hatte, die Marktkapitalisierung des ganzen Sektors ist doch im Vergleich zum anderen Teilbereichen des Energiesektors noch relativ gering. Wir investieren zum einen, und das machen 82,5%, also den Großteil der im Index gehaltenen Aktien aus, ist Bergbauunternehmen, Explorationsunternehmen, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen. Also sprich diese Unternehmen, die letztendlich den Rohstoff Uran, den Abbau ermöglichen. Zum anderen, und deswegen hatte ich das angesprochen, dass unser Partner Sprott hier auch noch ein Trust hat, in dem sie direkt in physisches Uran investieren. Sie halten, wenn Sie sagen, okay, Sie möchten da investieren und unser Produkt ist für Sie interessant, haben Sie auch ein Exposure direkt gegenüber physischem Uran. Das heißt, bis zu 17,5% dürfen in physisches Uran und das wird in dem Fall über den Investment Trust von Sprott getätigt, in physisches Uran investiert. Zusätzlich haben wir noch gewisse Ober- und Untergrenzen festgelegt. Das heißt, wir wollten, also es ist ganz klassisch nach Marktkapitalisierung gewichtet der Index. Wir wollten aber nicht eine Übergewichtung bei den, doch gerade bei so Nischenthemen hat man das sehr oft, dass man ja ein sehr wenige große Titel hat. Das wollten wir vermeiden. Wir haben deswegen eine Obergrenze für einen Titel festgelegt von maximal 15%, gleich
Zum gleichen Teil möchten wir aber auch, dass wir nicht zu kleine Unternehmen drin haben. Das heißt, ein Minimumanteil von 0,3% sollte auch gegeben sein. Gleichzeitig, wie gesagt, wollten wir nicht, dass wir zu top-heavy sind. Das heißt, wenige Titel zu viel am Index ausmachen, weswegen dann maximal 5 Titel eine Gewichtung über 4,7% haben dürfen. Zusätzlich schauen wir uns dann halbjährlich an, okay, was ist mit den Titeln passiert? Müssen wir Gewichtung anpassen, wenn ein Titel gut gelaufen ist? Das machen wir halbjährlich, jeweils zum Ende März und Ende September. Vielleicht für Sie auch noch ganz kurz, wie ist die aktuelle Länderaufteilung? Ich hatte es gesagt, Russland und Kasachstan, gerade so ehemalige UdSSR, hat noch einen großen Anteil, Kasachstan. Deswegen wird das Thema auch immer wieder etwas kontrovers oder zurückhaltender von Investoren betrachtet, weil man dieses Kasachstan-Exposure hat. Größtes Exposure im ETF, im Index ist aber zu Kanada. Also kanadische Unternehmen machen knapp 50% des Index aus. Auf der linken Seite sehen Sie einfach nochmal die aktuellen, seit dem letzten Rebalancing von Ende September, die aktuellen Gewichtungen. Der ETF selber ist thesaurierend, das sehen Sie hier rechts. Wir haben das Produkt auch erst im Mai diesen Jahres aufgelegt. Sie haben eine TER von 85 Basispunkten und aktuell sehen Sie, halten wir in dem Portfolio bzw. der Index 37 Unternehmen. Und das ist das, was ich angesprochen habe. Hier links sehen Sie diesen Sprott Physical Uranium Trust aktuell mit etwas über 11,5%. Halten Sie quasi, wenn Sie in den ETF investieren, physisches, also haben Sie ein Exposure von 11,7% zu physischem Uran. Das heißt, wir investieren unter anderem, wie gesagt, auch direkt in Uran. Also nicht nur in die Unternehmen, die das Uran abbauen, sondern auch direkt. Ich habe Ihnen jetzt auch hier nochmal, dass Leute oder die Teilnehmer, die schon bei den letzten Webinaren dabei waren, ich mache immer keinen Hehl daraus, wie die Performance des Produktes ist. Sie sehen hier auf Xetra die Performance des Produkts seit Launch. Wir sehen gerade, wir hatten zu Beginn, wir hatten es im Mai gelauncht, in den Sommermonaten, als dieses Thema immer wieder aufkam, ja, okay, Atomkraft könnte auf dem Weg zu Net Zero behilfreich sein. Haben wir hier, das sehen Sie auch hier ganz nett im Chart, haben wir einen deutlichen Anstieg bei den Kursen gesehen. Das soll es an dieser Stelle von meiner Seite gewesen sein, auch gerade mit Blick auf die Uhr. Jasmin wird mich schon etwas rügen, dass ich vielleicht ganz knapp mit der Zeit nur hingekommen bin. Dafür vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie jetzt sagen, okay, das Thema interessiert mich, Sie können gerne bei uns auf der Webseite einfach mal vorbeischauen. Vielleicht noch eine Besonderheit. Und das sind die sogenannten Monthly Reports, die wir veröffentlichen. Wenn Sie zu dem Thema auch gerne auf dem Laufenden bleiben wollen, schauen Sie gerne bei uns auf der Webseite vorbei. Unser Partner Sprott publiziert immer jeden Monat, meistens zum 15. des Folgemonats, dann rückblickend für den zurückliegenden Monat einen Report, in dem einfach über 1 bis 3 Seiten in der Regel kurz zusammengefasst ist, was hat sich in dem Sektor und was für den ETF relevant sein könnte in den letzten 30 Tagen getan. Dann Jasmin, soll es das an dieser Stelle wirklich von mir gewesen sein? Hier einfach nochmal eine ganz kurze Übersicht, falls die Leute auch nochmal Interesse an den anderen Produkten von uns haben, die in die Richtung ja, Energie gehen. Teil davon hatte ich in dem letzten Webinar schon mal vorgestellt. Und ja, dann soll es das jetzt wirklich von dieser Seite von mir gewesen sein. Und dann, Jasmin, haben wir denn noch Fragen Ja, von den David, Zuhörern? vielen Dank erstmal. Also rügen werde ich dich nicht, vielmehr mich bedanken für deinen sehr spannenden Vortrag. Ich denke, wir haben heute sehr viel lernen können. Ja, Fragen haben wir ein paar. Ich würde aber erstmal so die wichtigsten jetzt kurz und knapp stellen zu eurem ETF, den du uns gerade vorgestellt hast. Können bei Ja. euch denn nur professionelle Investoren Kapital anlegen oder geht das auch als Privatanleger, wenn man da nur kleine Summen investieren möchte? Das geht natürlich auch als Privatanleger. Also wie gesagt, Sie sehen hier, das Produkt ist für die deutschen Anleger auf Xetra handelbar, das heißt an der deutschen Börse und das sollte dann auch mit jedem Online-Broker, mit jeder Depotbank, sollten Sie das Produkt auch über Xetra handeln können. Also das ist für Privatanleger auch zugänglicher.
Vielen Dank. Ja, du hast ja gerade die deutsche Börse angesprochen. Dein Titel sagt es eigentlich, du bist für den Vertrieb in der Dachregion zuständig. Aber nur noch mal zur Sicherheit, können denn auch Anleger aus Österreich und der Schweiz euren ETF handeln? Die können ihn auch handeln. Allerdings, wie gesagt, müssten sie ihn dann über Xetra kaufen. In der Schweiz und auch in Österreich. In der Österreich müsste ich jetzt, glaube ich, überlegen. In der Schweiz haben wir ein paar mehr Titel gelistet. In der Schweiz selber ist dieser ETF aber aktuell nicht gelistet. Also sie können ihn handeln, müssten ihn dann aber, wie gesagt, über Xetra beziehen. Ja, super. Vielen Dank, David. Unser Online-Seminar neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Wir hätten noch einige Fragen zu beantworten, aber liebe Zuschauer, die können Sie David auch gerne im Nachgang schicken. Da wird er sie bestimmt auch gerne beantworten. Kontaktdaten erhalten Sie von uns im Anschluss an dieses Seminar per E-Mail. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag, David, und für die Beantwortung der kurzen Fragen jetzt gerade noch. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, nochmal kurz den Hinweis geben, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich jederzeit also noch einmal anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie, wie eben schon erwähnt, im Anschluss an diese Veranstaltung per Mail. Ein Aufzeichnungsartikel wird voraussichtlich in wenigen Stunden auf der Startseite von Finanzen.net erscheinen. David, ich würde dich noch um ein kurzes Schlusswort zu unserem heutigen Seminar bitten. Was möchtest du unseren Teilnehmern abschließend mit auf den Weg geben? Diesmal halte ich mich wirklich kurz, auch im Vergleich, wenn wir uns die Zeit anschauen. Für die, die dieses Thema interessiert, gerne bei uns auf der Website einfach kurz vorbeischauen. Wir haben dazu noch viele Informationen online gestellt. Da kann man sich auch noch ein bisschen tiefer gehend, auch noch mit weiteren Charts und Analysen ja, dem Thema bereichern. Und ich denke, man sollte dem Thema offen gegenübergestellt sein, auch wenn es vielleicht hier in Deutschland doch eher negativ belastet ist, sollte es doch ein Blick wert sein. Und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen was im Portfolio. Und ja, das sehen wir auch so bei der Nachfrage von Investoren. Also das Thema ist seit der Auflage sehr gut angekommen. Vielen Dank für das Resümee. Du hast es ja schon im Eingang sozusagen zu diesem Seminar gesagt. Heute war ja leider voraussichtlich schon unser letztes gemeinsames Webinar für dieses Jahr. Ich Für hoffe aber dieses noch Jahr, sehr, genau. genau, ich hoffe sehr, dass wir uns spätestens nächstes Jahr hier an Ort und Stelle mal wiedersehen und dann wieder so spannende Themen wie dieses Jahr behandeln. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei dir für deine Expertise und deine Zeit bedanken, die du uns heute und in den Webinaren zuvor gewidmet hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag und selbstverständlich alles Gute, David. Und auch bei Das Ihnen, wünsche ich verehrte, natürlich auch. vielen Dank. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Wenn Sie kein weiteres Webinar mit Profis wie David Lum verpassen möchten, abonnieren Sie doch bei Gelegenheit gerne unseren Webinar-Newsletter. Ich freue mich darauf, Sie bei einem unserer nächsten Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Investments. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Finanzen.net.